wie sieht's aus, alter Mann? Qualm schon die Füße? Deine Sprüche lassen mich kalt. Manieren bei. Wo war ich noch? Brutal. Dann bist du schon härter, als ich erst angenommen hatte. Wofür genau brauchst du eigentlich einen Waffengefährten? Willst du jemanden überfallen, oder? Nein, wir werden bald mit den Leuten aus den dunklen Türmen massiven Ärger bekommen. Darauf werde ich mich vorbereiten. Na. Wo bin ich stehen geblieben? Na, wenn's nicht mehr ist. Mach dich bereit! Es geht los! Bist du so ein durchgeknallter Weltverbesserer?
Nein, ich bin Realist und weiß, wann mein Leben bedroht wird. Klingt vernünftig. Naja, vielleicht ein bisschen verrückt, aber hey, wer ist das nicht? Ich kümmere mich darum. Das machst du nicht nochmal. Du weißt, dass wir uns in Richtung dunklen Turm bewegen. Schön, dass du das bemerkst. Ich dachte, ich sehe mal nach, was es da so zu holen gibt. Den sicheren Tod, wenn du nicht aufpasst. Ah, sehr gut. Dann sind wir in bester Gesellschaft. Stopp! Bis hierhin sollte reichen. So, jetzt mal raus mit der Sprache. Warum hast du mich hierher geführt? Was willst du hier? Eigentlich gar nichts. Ich wollte nur mal sehen, was du auf dem Kasten hast. Wenn ich dein Waffengefährte werden soll, kaufe ich doch nicht. Irgendwas sagt mir, dass du Ärger mit jemandem hast. Und jetzt rennst du in Tavar hin und her und versuchst irgendwie davor wegzulaufen. Ich sehe schon. Dir kann man nicht so schnell was vormachen, was? Versuch nicht abzulenken. Also, was steckt dahinter? Willst du das echt wissen? Na gut. Ich, sollte eigentlich schon längst wieder am Fort sein. Ich hatte den Auftrag, Fleisch zu besorgen. Krieger tun sowas manchmal, obwohl es ja eigentlich die Aufgabe der Werker ist. Aber, naja, irgendwie habe ich wohl die Zeit vergessen und bin schon etwas drüber. Aber nur ein kleines bisschen. Wann solltest du das Fleisch abgeben? Die Jungs aus dem Fort haben mir 2 Tage gegeben. Und wie lange ist das her? Ach, so auf die Stunde genau kann ich das gar nicht sagen, aber etwa 2 Monate? Oh, das wird aber die Gemüter ganz schön erhitzen. Jep, und da ist das Problem. Wenn ich mich jetzt wieder regulär zum Dienst melde, dann werde ich vermutlich einfach eingebuchtet. Blöde Geschichte, was? Ich bin nämlich eigentlich viel lieber hier draußen. Nachvollziehbar. Find ich eben auch.
Wie lange willst du das hier noch durchziehen? Irgendwann wirst du zurück müssen ins Fort. Ja, oder auch nicht. Es sei denn, ich laufe mal einem Warlord über den Weg, der den Jungs im Fort erzählt, dass ich auf einer ultra wichtigen Mission bin oder so. Naja, du hast nicht zufällig einen solchen Warlord aus dem Fort in der Tasche, oder? Vielleicht sollte ich mal mit Kaya sprechen. Ach Quatsch, du verarschst mich. Du kennst Kaya? Allerdings. Also, wir reden hier von dem Orakel und Warlord der Berserker, Kaya, ja? Nett? Mach keinen großen Wind darum, ich werde mich mit ihr beraten. Du kannst dir in der Zwischenzeit schon einmal die Bastion ansehen. Die Bastion? Du meinst die halb zerfallene Bruchbude in Caracas? Genau die. Dort versammeln sich ähnlich schräge Vögel, wie du einer bist. Du wirst es mögen. Tja, was soll man da noch sagen? Wir haben schon genug geredet. Genau das wollte ich gerade sagen. Und tu nichts, was ich... Ja,